Der katalanische Politiker und Unabhängigkeitsverfechter Oriol Junqueras verteidigt weiter die Abspaltung seiner spanischen Heimatregion. Das betonte er bei einem Exklusivinterview aus dem Gefängnis. Wir können nicht auf Demokratie verzichten, ganz sicher nicht. Das ist unmöglich für uns. Und weil wir eben nicht darauf verzichten, sitzen wir im Gefängnis. Wir werden nicht aufhören, die Demokratie zu verteidigen und das Recht aller Bürger zu wählen und ihre Haltung friedlich und demokratisch zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem spricht er sich für einen Dialog mit den spanischen Behörden aus und für die weitere Unterstützung des bisherigen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Pedro Sánchez wird ihre Stimmen brauchen oder zumindest eine Enthaltung, um als Präsident der spanischen Regierung vereidigt zu werden. Werden Sie seine Amtseinführung unterstützen? Wir haben immer gesagt, dass wir niemals weder aktiv noch passiv eine Regierung unter Beteiligung der immer extremer werdenden Rechten akzeptieren werden. Sie präsentieren sich als Bollwerk gegen die extreme Rechte, aber viele Leute denken, dass gerade die katalanische Unabhängigkeitsbewegung eine der Ursachen dafür war, dass Vox so viele Stimmen gewonnen hat, eine Partei der Ultrarechten. Das erscheint mir ein erbärmliches Argument, denn dann würde uns auch angelastet werden, dass die extreme Rechte in Dänemark erstarkt oder gewinnt, in Finnland, in Ungarn, in Frankreich oder Italien. Aber in Spanien ist es doch so. Wir können doch nicht für alles die Verantwortung übernehmen.